Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Willkommen zur Freitagsmarktbesprechung. Heute mit Blick in WTI in Gold. Wir schauen auf den DAX, wir schauen auf die US-Indizes. Wir haben als kleine Nebenwährung heute einen interessanten Wert dabei. Da habe ich Euro-Norwegische Krone in einer schönen Situation. Auch das kann man sich gerne einmal anschauen. Und dann, wie ich das auch angekündigt habe, habe ich heute meinen Trader-Kollegen, den Wieland Art, den Toreo-Trader hier in Deutschland, macht gern Daytrading, den schalte ich nachher dann gleich um 9 Uhr zu, der wartet schon im Hintergrund quasi, das wird eine entspannte Geschichte, um einfach mal zu hören, was der Wieland alles so treibt, das Ganze dann so grob über den Daumen um 9 Uhr, vielleicht schaffen wir es schon ein bisschen eher, wir schauen mal, wie das Ganze hier wird. Ich sehe auch schon, der Chat ist da. Kurze Frage an meine Zuschauerinnen und Zuschauer hier in Zoom. Ich hoffe, Bild und Ton sind gut. Da wäre es gut, wenn ich hier von den Traderinnen und Trader, die da immer zuschauen, auch mal kurz eine kleine Zwischeninfo bekomme, damit ich weiß, dass hier entsprechend alles geht, beziehungsweise dass hier der Übertrag über Zoom auch funktioniert. Ich muss mal kurz schauen. Ich sehe gerade hier noch gar keine Diskussionsteilnehmer. Kurze Sache, Elena, ich glaube, wir können den Stream im Hintergrund nicht sehen. Bist du so gut und schaust mal, dass wir den Übertrag bekommen, weil bei mir steht da, dass die Übertragung läuft. Ich sehe aber nicht dieses Übertragungszeichen. Da müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. Das wäre nett, wenn du da im Hintergrund einfach nochmal kurz schauen könntest, dass das Ganze passt, damit unsere Zuschauer aus Zoom das Ganze natürlich auch mit sehen. So, ich sehe gerade, der Wieland ist noch der Host. So. Alles klar. Gut, Elena, ich habe keine Chance, mich zum Host zu machen. Bist du so gut und machst das mal, dann haben wir das. Und dann müsstest du nachher auch den Wieland einfach nochmal mit umschalten, damit der Wieland danach auch der Host ist. Alles klar. Ach, der Wieland muss das machen. Gut, das ist hier, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist heute Morgen hier live, das ist Premiere. Wieland, schieb mich einfach mal als Host rüber und dann können die Leute sozusagen meinen Bildschirm auch mit sehen. Mike, das habe ich gemacht, aber nur unter Protest, weil, weiß der Hamburger sind Namen, da wird schon mal was geräubert. Ja, ihr habt mir, die haben mir das, die haben mir das angekündigt. Danke, Wieland. So, jetzt müsste das Ganze hier zu sehen sein. Bildschirm überträgt nicht, sehe ich jetzt hier da gerade stehen. So, kurzen Augenblick, das kriegen wir doch schon hin. So, Übertragung, jetzt haben wir das Ganze nochmal am Laufen. So, Bildschirm. Jetzt hoffe ich, dass wir es hinbekommen. Und dann sollte das Ganze auch gehen. So, jetzt haben wir es da. Genau, jetzt ist das Ganze auch zu sehen. Das heißt hier, jetzt sollte mein Bildschirm übertragen werden. Guten Morgen. Ich sehe es gerade auch. Jetzt kommen die Teilnehmer hier rein. Das freut mich sehr. Also, legen wir doch gleich mal los. Wie schon gesagt, Wieland so gegen 9 dann mit rein. Raum für Fragen haben wir natürlich auf alle Fälle auch. Und wir schauen, wie ich das schon gesagt habe, auch heute auf die großen Indizes hier, weil da gab es gestern nach dem FED-Bericht einiges an Bewegung. Das müssen wir mal so ein bisschen einordnen. Zuvor, wie immer, der Risikohinweis, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. So rum, das Ganze bitte ich wie immer auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen und damit schauen wir mal auf die aktuellen Nachrichten für heute. Hierzu noch kurz ein Hinweis, wir machen ja freitags immer auch den Nachrichtenrückblick der laufenden Woche beziehungsweise die Vorausschau für die nächste Handelswoche, weil ich heute ein bisschen Luft für den Wieland machen möchte, weil wir freitags sonst immer relativ lang hier sitzen. Machen wir die große Wochenvorschau der Nachrichten direkt am Montag. Da verpassen wir noch nicht so viel und dann haben wir trotzdem für die Folgewoche alles sehr, sehr schön mit auf der Uhr. Also, was haben wir denn heute? Ganz so viele Nachrichten gibt es entsprechend nicht. Einiges ist schon durch. Wichtigerweise hier aus Großbritannien die Einzelhandelsumsätze für den Monat August.
August, hier sehen wir es, das Ergebnis 0,8. Im vorigen Monat waren es 3,7. Da kann sich jeder selbst ein Bild draus machen. Das ist nicht gerade das beste Ergebnis. Auch wenn die Zahl hier grün ist, das liegt nur daran, dass die Analysten einfach ein bisschen andere Zahlen erwartet hatten. Hier bei uns in Deutschland haben wir um 8 Uhr den Erzeugerpreisindex bekommen. Ja, der tritt auf der Stelle. Auch das ist keine große Überraschung an dieser Stelle. Am Nachmittag, da wird es interessant, da bekommen wir nämlich von der Uni Michigan die Konsumentenerwartung und das Verbrauchervertrauen. Und wir wissen ja selbst, wie wichtig diese Daten für die US-Wirtschaft sind. Und von der Seite her stehen die heute Nachmittag da. Und das könnte durchaus den ein oder anderen Input auf die oder Einfluss auf die Indizes haben, auch auf die Währung. Deswegen das auf der Uhr haben. Und noch was müssen wir heute auf der Uhr haben. Heute ist im Quartal der dritte Monat und der dritte Freitag im dritten Quartal heißt, wie ich das gestern schon gesagt hatte, heute ist großer Verfall, der Hexensabbat, da kann es eh ein bisschen turbulent an den Märkten zugehen. Das heißt, die Dinge, die wir hier besprechen, die haben wir sonst auch oft nur kurze Halbwertszeiten durch den Hexensabbat, gerade was die Indizes angeht, kann das heute nochmal kürzer werden. Aber wir lassen uns mal überraschen, wir haben ja auch diese Tage ohne großartige Bewegung an den Märkten. Also es bleibt da auf alle Fälle spannend in diese Richtung mit rein. Und dann nutzen wir jetzt doch gleich einfach mal die Zeit, bevor wir dann den Wieland mit reinnehmen, hier an dieser Stelle die Charts mit anzuschauen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit der Nebenwährung. Ich habe es schon hier im Kleinen, ich mache den Bildschirm gleich mal noch groß, hier an dieser Stelle. Da sehen wir den Chart von Euro-Norwegische Kronen. Das hier ist mal der Tageschart, ja. Und wir sehen im Endeffekt hier, die letzten Monate ging es einfach steil bergab. Jetzt tut sich allerdings ein bisschen was. Ich habe mal diesen Chart mit Absicht komplett leer gelassen. Hier unten, schaut euch mal diesen Bereich hier an. Der ist nämlich relativ gesehen wichtig. Ich ziehe das mal noch ein bisschen breiter. Warum ist der wichtig? Das war der große, große Ausbruchsbereich hier. Hier unten um die Marke von 10,43, 10,40 bis 10,45 so in etwa. Das war der Bereich, in dem der erste große initiale Move gekommen ist. Schaut euch das mal an hier oben. Hier ging es über dieses Level drüber, hier an dieser Stelle, kurzen Augenblick, hier unten, da hat sich sozusagen der Markt von unten schön nach oben bewegt, hier unten noch ein bisschen drunter kontrahiert. Dann ist er über dieses Level oben drüber gesprungen, hat angehalten und dann peng, ging es ordentlich nach oben. Hier gab es sogar die Kurslücke. Und daran sehen wir, dass dieser Bereich eine sehr, sehr große Bedeutung für den Markt hat. Und wir haben das auch jetzt in der Vergangenheit gesehen, in der in Anführungszeichen jüngeren Vergangenheit, also hier seit Mai, dass wir auf diesen Bereich von oben raufkommen und dann gibt es immer wieder die Abprallbewegung. Jetzt haben wir hier vor zwei Wochen, knapp drei Handelswochen, hier unten diesen Bereich wieder mal angetestet und dann kam es zu einer Gegenbewegung. Und das, was hier jetzt passiert in dieser Gegenbewegung, das ist interessant und das macht die Chancen auf einen Kursanstieg sehr, sehr imposant. Warum? Schauen wir uns gleich mal an. Ich hole gleich mal mein Zeichentool hier wieder raus. Und da schauen wir mal, worauf ich hier entsprechend schaue. Und zwar, halt, Moment, ich muss das mal kurz noch ein bisschen größer machen hier. Wir wollen ja ein bisschen was sehen. Hier, also die wichtigen Sachen, die kommen jetzt. Und zwar, ich beziehe mich jetzt mal nur auf den letzten Verlauf. Ja, und da haben wir hier sehr, sehr schön Abwärts- und Aufwärtsbewegungen. Hier sehen wir schön, hier nochmal kurz ran und dann diese Schwünge hin und her. Und wir sehen an dieser Stelle ein Level. Und dieses Level, was wir haben, ist momentan hier oben, dieser Bereich. Der. Und der ist wichtig, weil wir hier eine Art Kontraktion unten drunter haben. Ja? Da kann man sich jetzt hin und her streiten, ob das hier eine klassische Seitwärtsbewegung, also eine hohe Flagge ist, oder aber ob man da ein Dreieck draus zeichnet. Das ist mir als Händler jetzt eigentlich völlig egal. Was man da von Bild sieht, viel, viel wichtiger ist mir das Verhalten der Marktteilnehmer unter dieser Marke. Und da sehen wir nämlich hier, dass dieses Level hier eine relative Ruhe zeigt. Das heißt, vor diesem oder über diesem Level hier, über diesem leichten Drehpunkt, haben wir jetzt eine Situation, wo der Markt sozusagen hier kontrahiert. Ganz flach hier in diesem alten Zwischenhochlevel. Und das ist eine wichtige Marke, weil das ist jetzt aktuell noch ein Verkaufsbereich. Und wenn wir da drüber gehen, haben wir die Chancen, oben rauszulaufen. Und zwar ordentlich nach oben, zur Oberseite hin. Zeige ich mal ganz kurz hier die grüne Phase hier. Da ist also hier ein Anlaufpunkt und dann haben wir den nächstgrößeren da oben.
Ja, das ist wichtig. Das sind die Marker, die wir definitiv da haben auf der Oberseite und die lege ich hier einfach gleich auch mal mit drauf. Also hier dieser Bereich um die 11 norwegischen Kronen beispielsweise. Ich mache es mal kurz hier an Rot, weil das die alten Verkaufspunkte sind. Beziehungsweise dann, wenn man es noch deutlich weit oben ausbauen will, hier oben die Marke von knapp 11, ja, 66, 67, 65 da oben in diesem Drehbereich rum. Das sind mal weite, weite Marken. Also das hier oben ist natürlich sehr, sehr weit. Aber auch im Kurzfristbereich könnte das natürlich interessant sein, weil wir hier, schaut euch das mal an, wir haben den Lauf nach oben. Dann haben wir jetzt hier die Korrektur, die hohe Flagge an diesem Punkt. Das ist die korrektive Phase. Ja, und wenn wir die hier unten reinziehen und der Markt dann nach oben hofft, dann haben wir schönen Trend. Dann trendet der Markt auf Tagesbasis leicht nach oben und dieses Verharren unter diesem Verkaufslevel, das ist ein gutes Zeichen, wenn wir da dann auch oben rauskommen, dass das die Stärkeidee wird und wir dann zur Oberseite reinlaufen. Ansonsten, wenn wir nach unten abprallen, gut, dann ist ganz klar zu sagen, da müssen wir uns die Unterseite wieder anschauen. Da muss man nicht viel Rätselraten machen, wo es dann hingeht, wenn wir uns die Charthistorie anschauen. Sollten wir tatsächlich erst einmal nach unten laufen, hier der Auffangbereich um die ganz knapp 10,43 bis 10,45 und dann, wenn das nicht hält, hier dieses größere alte Ausbruchslevel um die Marke von 10,28. So, das ist das, was wir dann hier unten haben. Also das ist mal eine schöne Chartsituation, ja, für die hinteren Reihen und jetzt schauen wir in die vorderen Reihen, nämlich das, was für viele auch immer wieder sehr, sehr interessant ist und zwar ist das der Blick in die Rohstoffe und da möchte ich, wir hatten gestern eine Frage zum Silber, da möchte ich an dieser Stelle sehr, sehr gerne noch einmal auf den Goldchart schauen, ne? Weil der Goldchart, der ist nicht ganz uninteressant, gerade bei dem Thema Bewegung, weil wir wissen, wir kennen das ja so ein bisschen beim Gold auch. Gold hampelt immer mal eine ganze Zeit lang auf der Stelle mehr oder weniger rum, um sich dann für eine Richtung zu entscheiden. Ja, so und das Hin- und Hergespringe, was wir momentan so sehen, mal so ganz grob über den Daumen hier oben 1980 und unten 1907, so der Schwungbereich, den wir hier haben. Da arbeitet sich momentan auch gerade eine Situation aus, wo wir fallende Hochs und steigende Tiefs haben. Also auch das ist eine Sache, wo man durchaus hier eine Art Dreieck in den Chart einzeichnen kann. Hier auch im längeren Bereich hat man das Ganze auch mit da. Das sind mal die Dinge, die wir im Chart sehen. Wichtig sind halt das Verhalten hier oben und dieses Korrekturmuster, in dem wir hier hin und her schwingen. Schaut euch das mal an. Das ist mehr oder weniger alles in diesem riesengroßen Außenstab hier. Den Außenstab hat der Chart uns geschenkt. Wann war es gewesen? Am 11. August. So lange hängt der Markt schon in diesem Level rum. Und das ist jetzt interessant, weil die Kontraktionen werden immer, immer, immer kleiner in diesem Bereich. Und das wird irgendwie dazu führen, dass sich der ganze Spaß auflöst. Und da haben wir halt wie immer die zwei Möglichkeiten nach oben und nach unten und beide bieten ordentlich Bewegungspotenzial. Nach oben hin kommt der Bruch nach oben, wäre das das Signal, dass wir wieder in diese große Richtung reinlaufen, die wir jetzt schon eine ganze Weile haben. Schaut mal hier, schöner langfristiger Aufwärtstrend im Gold. Das wäre dann das Indiz dafür, dass wir die Trendfortsetzung bekommen. Das heißt, wenn wir jetzt aus dem Dreieck nach oben ausbrechen, nehmen wir hier diesen leichten Deckel bei 1980 raus, um dann weiter nach oben zu laufen. Für die kurzfristigen Trader, was dann interessant wird, zeige ich hier an dieser Stelle auch gerne nochmal. Da können wir ruhig im Tageschart bleiben. Hier dieses kleine Zwischenhoch, der Auszug hier oben drüber um die 92, also 1992 Punkte Marke. Jetzt ist mir hier das Level verrutscht, das Ausbruchslevel. Also hier oben diese Marke dort rein und dann haben wir schon das Zwischenhoch hier oben auch im Visier bei 2015 US-Dollar und dann kann es schön nach oben gehen hier in diese Richtung rein, knapp über den Daumen 2075 US-Dollar. Das ist gutes Potenzial zur Oberseite, wenn der Markt wirklich in Stärke auch reinkommt. Wir gucken uns das Ganze gleich auch in der Stunde noch mit an, damit man mal die kleineren Zeiteinheiten sieht. Auch für die kurzfristigen Trader ist das interessant. Brechen wir nach unten aus, laufen wir hier unter das Tief der Vortageskerze runter und da haben wir auch jetzt hier schon mit Blick in den Tageschart ein paar Anlaufpunkte da liegen. Das wäre dann zum einen hier dieser leichte Boden bei 1907 und dann unten dieses Zwischentief, dieses Spike Low bei 1862 Punkten US-Dollar hier für den Goldpreis. Das ist das, was wir alleine aus diesem Dreieck raus
rausziehen können. Und im kurzfristigen Bereich sieht man das Ganze auch genauso im Dreieck. Das Dreieck ist hier mal drinnen. Und hier haben wir die Situationen der Trends, die ich angesprochen hatte. Die Tatsache nach oben hin hatte ich ja besprochen, was der Markt dort dann macht. Bricht er allerdings nach unten weg, wie schon gesagt, das hatte ich ja gerade auch avisiert. Dann haben wir hier die Situation, dass das Bild dann entsprechend so aussieht. Hier die erste Abwärtsbewegung, dann die Gegenbewegung. Und wenn wir dann initial nach unten rausgehen, trenden wir im Kleinen erstmal wieder ein bisschen nach unten. Also das Seitwärtsphase dehnt sich dann ein Stückchen weit nach unten aus. Und dann haben wir relativ schnell die Level auch da für die Zielmarken. Und das sind halt dann die Dinge, die ich gerade auch im Tageschart gesagt habe. Da können wir uns schön orientieren an dem, was hier rauskommt für die ganz kurzfristigen Trader, die sich sagen, ich möchte hier unten dieses Ausbruchslevel, diese Umkehr nach unten hin auch traden. Das ist alles überhaupt kein Problem. Auch dafür gibt es nahe Anlaufpunkte. Ja, ich bin ja ein Verfechter davon, wer in den kleinen Zeiteinheiten tradet, sollte auch die kleinen Ziele sich suchen, um einfach mit den Positionen nicht zu weit zu laufen. Schaut mal hier, da haben wir ein schönes Anlauflevel hier unten, die Marke von knapp 1920 Punkte und dann hier unten schon diesen Bereich hier ab, wobei das alles nicht wirklich nah ist. Ja, wer es nah haben möchte, der muss hier in den Move reingehen, das hier hoch, ja, und wenn wir hier jetzt die Umkehr bekommen sollten, dass wir hier direkt nach unten laufen, dann müssen wir uns diese Spanne, die wir hier sehen, also dieses Level hier sozusagen, das müssen wir uns mal anschauen, hier diesen, sage ich mal, Schub nach oben, das müssen wir uns für die ganz kurzfristigen Trader im kleinen Zeitrahmen anschauen, da blicken wir mal kurz in den 5-Minuten-Chart rein und da sehen wir, wie der Markt sozusagen hier nach oben trendet, also hier, das ist mal der Trend, den wir hier schön nach oben entsprechend auch erkennen können, also hier Abwechseln von Bewegung und Korrekturen, das sehen wir schön hier und hier haben wir es dann halt, wenn wir hier jetzt tatsächlich nicht oben rauskommen, sondern wir hier erstmal oben rumdrehen, ja, und jetzt direkt runterlaufen würden, dann würde das Bild halt so ausschauen und dann hätten wir die Umkehr in den 5 Minuten und wenn wir die dann haben, dann können wir uns an den kleineren Leveln natürlich orientieren und da bleibt uns als Anlaufpunkt hier für die Bestimmung von Anlaufzählern erst einmal hier dieser Drehbereich hier unten, das ist die Marke von um die 1949 Zähler beziehungsweise US-Dollar, so rum, was habe ich denn heute mit meinen Zählern hier? Das ist ja kein Index, also diese Marke, die wir hier drinnen haben, hier dieses grobe Level 48,49 in etwa, das war der Drehbereich, den wir hier auch hatten, das könnte als Support gelten, weil hier auch dieser größere Trend entstanden ist und dann natürlich, wenn wir das Ganze noch ein bisschen nach unten sehen wollen, hier unten so in etwa diesen Drehbereich um die 1943 Punkte Marke. So sieht das Ganze dann im Stundenchart auch aus. Hier, das ist der untergeordnete Trendverlauf, den wir uns gerade in den 5 Minuten angeschaut haben und wenn es hier dazu kommt, dass der Markt nicht rumdreht, wie schon gesagt, das ist jetzt alles nur sehr, sehr kurzweilig, dann ist das die untere Richtung. Die haben wir momentan aber noch gar nicht. Momentan sieht es eher so aus, als wenn der Markt den Aufwärtstrend fortsetzen möchte. Aber wie schon gesagt, wenn er dann rumkommt, dann haben wir durchaus die Chance auch, die Unterseite mal ein bisschen mit anzulaufen für die kurzfristigen Trader, die innerhalb des Dreiecks auch noch den ein oder anderen Dollar hier im Gold mit verdienen möchten. Das ist der Blick in den Goldpreis und dann schalten wir jetzt rum auf das WTI, das Kürzel hier bei Tickmill für WTI ist XTI. So, kurzen Augenblick. Ich muss das mal kurz so machen. Da ist es hier, XTI. Das ist das Kürzel. Und was sehen wir hier im WTI nicht gerade für eine klasse Aufwärtsbewegung als korrektive Phase zum vorangegangenen Abwärtstrend? Im Blogbeitrag habe ich schon geschrieben. Der Blogbeitrag übrigens bei Tickmill ab Montag kommen die ganz normal wieder auf der Tickmill-Seite. Wir sind hier umgezogen auf eine andere Seite. Das Ganze wurde migriert, alles jetzt unter einem Dach. Deswegen gab es gestern und heute sozusagen dort keinen Blogbeitrag. Ich versuche nachher den Blog noch nachzureichen für den heutigen Tag. Ansonsten, wie schon gesagt, es geht mir darum, was passiert hier gerade im Öl und wir sehen es, was im Öl passiert ist. Wir hatten ja das Ganze im WTI auf der Unterseite besprochen. Wir hatten das Ganze im Brent besprochen mit dem Umkehrsignal, was da passieren kann. Und jetzt sind wir hier im WTI sehr, sehr schön nach oben gelaufen. Und das ist für mich ein Grund, hier mal genauer hinzuschauen, was so noch kommen kann. Weil die Frage, die sich hier jetzt an
dieser Stelle stellt, ist natürlich, was sehen wir hier momentan? Wir haben diesen kleinen, aber feinen Trendbruch bekommen, der diese lange, lange Aufwärtsdynamik hier rausgenommen hat. Schaut, wir sind ja von hier unten ganz weit nach dort oben reingelaufen, hier oben so auch diesen Bogen gebildet und dann haben wir diese ganze Situation nach unten sozusagen, das Ganze nach unten laufen lassen. Und jetzt hier unten, dieses Dreieck, das sieht man sehr, sehr schön auch in den kleineren Zeiteinheiten. Dann wurde durch die guten Ölmarktdaten, die wir bekommen haben, genutzt, um nach oben auszubrechen. Das heißt, die guten Ölmarktdaten haben das Ganze auch noch unterstützt. Und wir hängen jetzt gerade genau hier oben im Ausbruchslevel fest. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend, weil wenn hier plötzlich wieder Käufer reinkommen, dann könnte es relativ schnell gehen, dass wir hier die 43,55 anlaufen. Und wenn wir die dann entsprechend nach einer Neusortierung des Marktes komplett wegfliegen, dann ist der Weg erstmal charttechnisch offen, hier hoch Richtung 48,50 bis 49,50. Da ist viel Potenzial zur Oberseite, aber das lädt auch so ein bisschen für das kurzfristige Trading ein in dieser Situation, weil wir haben oben und unten gute Marker. Und wir haben ja gerade gesagt, das Ganze kann eine gute Ausdehnung zur Oberseite hin sein. Oder aber nur eine Gegenbewegung, die dann wieder rumdreht. Und deswegen schauen wir uns das Ganze mal im kleineren Chartbild an, weil diesen Ausbruch aus diesem Dreieck, hier sehen wir schön das Dreieck, ja, ich weiß, die Linien liegen nicht perfekt oben auf, aber ja, hey Guys, es ist der MetaTrader, es ist kein perfektes Zeichentool, sondern es ist einfach was grob zum Skizzieren hier, nicht mehr und nicht weniger. Heißt also, wir sehen hier, was passiert. Hier unten hat der Markt angefangen zu trenden und das schön, der Ausbruch aus dem Dreieck, schön steigende Hochpunkte, steigende Tiefpunkte. Das ist ganz, ganz fein. Und was ich sehr, sehr bullisch finde, ist das kurze Verharren hier unter diesem alten Widerstandslevel hier bei 41,20. Das ist eigentlich ein Zeichen von Stärke, dass der Markt die Chance sucht, oben drüber zu laufen. Und wenn wir jetzt drüber sind und wir hier oben die Stärke reinbekommen, dann haben wir erstmal einen ganz kurzfristigen Anlaufpunkt, nämlich das wäre dieses kleine Zwischenhoch hier oben um diesen Bereich hier drüben, um die 41,63 in diesem Dreh rum und dann ist der Weg nach oben nämlich da, hier oben rein zu laufen und das ist interessant, weil wir sehen zum einen mal hier im kleinen Bereich das Bruchlevel hier oben wieder liegen, also dieser Bereich hier, dieser Drehbereich, den wir hier gehabt haben, das ist jetzt natürlich ein Widerstand, das wäre ein sehr, sehr schöner Anlaufpunkt an dieser Stelle, den wir hier mit Sicherheit mit reinnehmen können, als Zielplanung auch, die 42,45 in etwa und dann haben wir hier oben schon ganz in greifbarer Nähe die 43,55. Das ist der Move, den wir hier durchaus nach oben in der Ausdehnung weiter mit sehen können. Und jetzt noch die andere Seite, die können wir hier an dieser Stelle ja auch besprechen. Die hat auch ihre Bewandtnis, warum die da ist, weil wir ja alle nicht wissen, was hier los ist, weil wenn wir uns den Tageschart nochmal anschauen, dann weiß man ja ganz klar, okay, dieser Aufwärtstrend, den wir hier jetzt hatten, der hier nach oben gelaufen ist, der ist gebrochen. Es gab jetzt eine Gegenbewegung, jetzt wieder eine ansteigende Bewegung, aber es ist noch kein klassischer Trend da, ja, ein klassischer Trend auf Tagesbasis, der besteht halt nun mal entweder aus steigenden Hochs oder steigenden Tiefs und beides haben wir jetzt hier noch nicht, da brauchen wir zuerst einmal was, was wir sehen. Also, deswegen ist das interessant jetzt hier im kleinen Bereich, sollten wir hier tatsächlich wieder umdrehen und nach unten wegbrechen, dann haben wir die Anlaufpunkte auf der Unterseite schon mal ganz klar klassifiziert und da können wir uns auf das feststellen oder auf das über das im Klaren werden, was wir hier schon besprochen hatten. Das wäre einmal dieser Supportbereich hier bei 39,35 und zwar dann, wenn wir hier unten drunter laufen, das heißt aus jetziger Sicht, ja, dieses Bild kann durchaus in den nächsten Stunden sich auch noch ein Stückchen nach oben mit vorziehen. Aber aus jetziger Sicht, wir können ja nur mit dem arbeiten, was wir gerade auch da haben, wäre es hier so, wenn wir hier unten drunter laufen, unter dieses Zwischentief an dieser Stelle hier, das Level hier unten, die knapp 40,78, ist der Aufwärtstrend hier rausgenommen. Hier mal schauen, ob wir den sehen. Kurzen Augenblick, zack, hier schlängelt er sich nach oben. Hier drunter brechen wir den Aufwärtstrend und das ist dann die Chance, dass der Markt wieder rumdreht. Wenn das jetzt gleich passiert, haben wir es gleich hier da, dann haben wir die Ausbruchlevel auch da und dann können wir uns auf die Unterseite korrigieren. Jetzt hier das letzte Kauflevel zum Beispiel wäre nochmal ein Anlaufpunkt und dann halt die Unterseite, je nachdem wie eng und nah man den Markt traden möchte. Hier der kleine Zwischenzacker nach unten, 39,75 und dann das Wendelevel hier oben um die 39,35. Die Marker, die sind jetzt da, das ist das, was kommt, wenn der Markt nach unten rumdrehen sollte. Das hätten wir da. So, dann schauen wir jetzt mal noch kurz auf den DAX und danach gehen wir auf Neuseeland-Dollar, Schweizer Franken und dann schalte ich um zum Wieland, dass wir die Zeit hier entsprechend mit nutzen. So, also, das haut hin.
Gut, also dann blicken wir jetzt noch kurz auf den DAX und das Währungspaar. Nein, ich mache mal zuerst das Währungspaar Neuseeland-Dollar-Schweizer-Franken. Da haben wir die Frage ja auch da. Machen wir kurz die runden Marken hier raus. Die Sachen, die wir nicht brauchen, müssen wir uns nicht im Chart anschauen. Ja, das sieht mal dynamisch nach oben aus in Neuseeland-Dollar-Schweizer-Franken. Das bleibt interessant abzuwarten, was hier passiert. Die Verortung ist auf alle Fälle mal hier an dem Widerstandsbereich. Das können wir nicht wegreden. Mit Dynamik nach oben laufen sieht es gut aus. Wenn der Bruch nach oben rauskommt, wir nach oben hinlaufen, haben wir schöne Anlaufmarker da. Auf der Oberseite sozusagen schauen wir uns das Ganze mal an hier im kleinen Bereich, schaut es hier oben, dieses Level, das war das Zwischenhoch, das wäre mal durchaus ein Marker, wo wir ranlaufen können, um das Ganze nach oben zu bringen und dann, wenn die positive Sache weitergeht, hier oben rein. Das ist das, was wir sehen. Es schaut interessant aus auf der Long-Seite, weil wir hier an dieser Stelle schön nach oben kommen. Und zwar, wir trenden hier schon leicht nach oben. Ja, das ist die interessante Geschichte. Und jetzt kommt es darauf an, was hier oben passiert in diesem Level. Deswegen schalte ich mal kurz in die kleineren Zeiteinheiten um. Ich nehme mal den 4-Stunden-Chart und dann sehen wir nämlich das, was ich meine. Hier im größeren Bereich, der Markt will hoch. Wir sehen es. Er schlängelt sich hier auch hoch, schön steigende Hochs, steigende Tiefs oben rein. Und hier wird es jetzt wirklich interessant. Wir sehen es, die Bewegung ist da. Die Bewegung ist auch sehr dynamisch da. Und wenn wir jetzt hier oben dieses Level rausnehmen, hier dieses Zwischenhoch, haben wir eine Fortsetzung dieser Dynamik hier. Also wenn wir das größere Bild mal ganz kurz einzeichnen wollen, dann wäre es sozusagen das, was wir hier sehen. Im Kleinen, es schwingt, es fängt an, nach oben zu schwingen hier sozusagen. Da unten hat das Ganze die Bewandtnis gefunden. Hier sehen wir auch den Trend nach oben schlängeln, das kleine bisschen. Und jetzt gab es hier die Gegenbewegung und die war auch etwas trendig. Das sehen wir hier sehr, sehr schön. Und hier unten hat der Markt jetzt angefangen, nach oben zu drehen. Hier, das ist doch das Schöne, was wir hier sehen. Und das ist jetzt der Trend, der wieder in die Aufwärtsrichtung läuft. Also das mehrt so ein bisschen das Bild der Bullen. Und wenn wir das nach oben wegbekommen, das wäre sehr, sehr schön für die Oberseite hier, wenn wir uns das auf Tagesbasis mal anschauen. Das Teil hier wegnehmen, dann ist der Weg frei erstmal in die 62,2 und dann hier ans Zwischenhoch ran. Aber eines müssen wir mit Blick auf den längerfristigen Chart auch noch betrachten. Dieses Level, in dem wir hier oben sitzen, das ist schon eine harte Nuss, wenn wir uns das mal auf Wochenbasis anschauen wollen. Das ist ein ziemlich starker Widerstand, den wir hier haben. Den kann ich auch mal noch weiter nach drüben ziehen. Also der hat in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal im Markt einiges an Bewegungen erzeugt. Und aus diesem Grund müssen wir auch sehen, die Verortung, wo wir hier stehen, die kann durchaus auch dazu führen, dass wir hier wieder einen ordentlichen Rückschlag bekommen. Das heißt, jetzt wäre es wirklich schön zu sehen, was macht der Markt hier in diesem Bereich im Kleinen? Und wenn er dann nach oben läuft, dann haben wir die Chancen, wenn wir hier sozusagen auch mit Blick in den Wochenchart sehen wir dieses Bild ja auch sehr, sehr schön. Wenn wir hier über die 62 drüber laufen, dann haben wir die Chancen, den Weg nach oben weiter fortzuschreiten. Ansonsten wird es eher auf der Unterseite interessant. Und da haben wir hier unten die Level halt liegen, die sehen wir sogar im Wochenchart. Ja, also das ist jetzt keine Überraschung. Da haben wir das da liegen. Und von der Seite her würde ich sagen, hier unten mal im großen Bild, der nächste Anlaufpunkt, sollten wir abprallen, ist hier die Marke um die 0,64 Schweizer Franken. Das passt super. Dann hätten wir das. Ich hoffe, die Frage war gut geklärt. Und dann, jetzt haben wir es gleich 9 Uhr. Eine Minute haben wir noch. Das heißt, Wieland, du kannst dich schon mal langsam bereit machen. Ich gucke jetzt mal noch flott auf den DAX. Und dann nehmen wir dich gleich mit in die Besprechung rein hier. So, unseren DAX, da ist er wieder da. Wie immer sieht der Chart aus wie total unaufgeräumt. Ich nehme mal die kleinen Marke raus, die wir hier brauchen. Das große Bild interessiert mich. Und wir sehen es halt. Also wie ich schon gesagt, heute Hexensabbat. Die Bewegungen an den Märkten, die gehen momentan halt, schwanken weiterhin hin und her. Wir sehen es hier, der Bereich oben. Ich hatte es gestern auch schon gesagt. 13.300 oben, 13.100 unten. Das ist der Schwungbereich hin und her. Wir sehen es auch immer wieder. Der DAX kommt immer wieder mal runter. Und dann findet er gleich auch wieder die Käuferseite. Und das ist das, was man hier sozusagen aktuell sieht. Der Chart in der Stunde, ja, der sieht genauso aus. Hier dieses Level, hier dieser große Seitwärtsbelauf. Es gibt immer mal Ausreißer nach oben, es gibt Ausreißer nach unten. Und die führen dann immer wieder dazu, dass wir hier in die Gegenrichtung laufen. Aus aktueller Sicht für den heutigen Tag, wohlgemerkt, wir haben heute großen Verfall, haben wir aber Marker da, die interessant und wichtig sind. Das ist zum einen mal hier oben die Marke von, wir können sie sogar klassifizieren, ungefähr
bisher 13.265 Punkten. Das ist interessant. Da sind wir die letzten Tests immer deutlich nach unten abgefallen. Wenn es da drüber geht, dann haben wir gute Chancen, die Oberseite anzulaufen. Das heißt, wenn wir hier drüber fliegen, haben wir erst einmal hier oben diesen Bereich um die Marke von 13.300 bis 13.310. Das ist die Oberseite. Passiert das allerdings nicht, sondern wir fangen an, wieder nach unten zu laufen, dann ist es so, wie es ist. Wenn wir jetzt die Schwäche wieder in den Markt kurzfristig reinbekommen, dann müssen wir uns zur Unterseite orientieren, und wenn wir dann nach unten reinlaufen, dann sehen wir es, wo die Marker entsprechend liegen. Wenn wir hier dann den Trend nach unten haben, dann sind die Anlaufpunkte einmal hier im extrem kleinen Bereich natürlich das zu sehen, aber dann eher hier an diesen Marken um die 13.100 dort, beziehungsweise hier unten am Zwischentief bei um die 13.000 und ein paar in eine 20, 30, also hier unten, wartet, ich ziehe euch mal die Linie noch mit ran, dass wir es besser sehen können, also hier die Anlaufmarker, hier das kleine um die 13.100 bis 13.105 und dann hier unten dieses Zwischentief bei 13.000 und na gute 30 Zähler, die wir hier im DAX mit haben. Das ist mal das Kurzfristbild nach unten, die Oberseite hatten wir gerade besprochen, und damit würde ich mal sagen, schauen wir noch mal kurz hier rein. Das passt soweit. Fragen in Facebook sehe ich heute nicht. Das heißt, wir schauen jetzt, dass wir hier den Wieland mit reinnehmen. Wieland! Sehr gut. Pass auf, jetzt stelle ich dich erstmal so rein, dass wir den Facebook-Stream mit Ton haben. Das heißt, ich warte dann auch mal auf die Rücksprecher oder Rücksetzer, die Rückmeldung von den Tradern hier, die dann auf Facebook nachschauen, wenn du schaust. Wir haben auch übrigens auch schon eine Frage bekommen. Wie steht's mit den USA? Ich würde sagen, wir zwei besprechen dann auch gleich nochmal den Chart in den USA im Dow. Da mache ich die Chartanalyse sozusagen heute mal mit dir zusammen, wie du das Ganze siehst. Unbedingt. Das machen wir. Die liebe Facebook-Trader, gebt mir auch einfach mal Bescheid, ob ihr zwischendrin den Wieland gehört habt. Und ich würde sagen, Wieland, ich versuche es jetzt mal hinzubekommen, dass dich auch unsere Gäste auf Zoom sehen können. Kurzen Augenblick. Genau, Zoom. Der Ton ist da in Zoom, aber den Bildschirm von Wieland können wir, glaube ich, noch nicht sehen. Dazu muss ich dich zum Host machen. So, Wieland. Ich stelle jetzt einfach mal um auf dich. Mhm. So. Dann schauen wir mal, dass das Bild jetzt gleich reinkommt. Ich sehe dich noch nicht. Deine Bildschirmübertragung sehe ich noch nicht. Das dauert immer einen kurzen Augenblick. So. So. Da sollte jetzt mein MetaTrader reinkommen. Ganz genau, richtig. Jetzt sehen wir das Bild. Da ist er da. Wir gucken uns gleich die Charts an. Vorher Wieland. Ein von meinen ganzen Bildschirm wird hier jetzt hoffentlich dann übertragen. Also, wunderbar. Genau, wir sehen sozusagen jetzt im Hintergrund die Charts vom US 500, also vom DAX. Dann haben wir noch den Euro-US-Dollar und wir haben noch drauf das Gold, was wir hier sehen. Genau, das, da wirst du auch gleich ein paar Worte noch mit dazu sagen. Das machen wir sehr, sehr gerne. Wie schon gesagt, die Fragefelder sind auch offen. Das heißt, wenn jemand Fragen hat, dann bitte rein in die Fragefelder auf Zoom und auch auf Facebook. Das passt. Das passt also schon mit rein. Gut. Das läuft. Wieland, danke, dass du heute Morgen hier bist. Das freut mich sehr als Trader. Gerne. Wir hatten ja auch schon miteinander gesprochen, wo du auch gesagt hattest, ich bin oder du bist eher so der Typ Daytrader. Ich persönlich bin ja eher so derjenige, der zwar nichts gegen kurze Trades hat, aber auch gerne mal den ein oder anderen Swing-Trade mitnimmt, weil man ganz einfach auch über die Preisleiste gutes Geld verdienen kann. Heute wollen wir einfach mal ein bisschen darüber schwatzen, was du so tradest, warum du so tradest und so vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrund deiner Strategie zu gehen und auch eine Einschätzung zu bekommen, was hier beispielsweise sozusagen im DAO aktuell auch mit los ist. Da übergebe ich einfach mal kurz das Wort an dich und leg mal los hier. Ja, gerne. Also Mike, ich freue mich natürlich sehr, dass wir hier heute Morgen den Freitagmorgen zusammen verbringen. Das ist praktisch sozusagen Kaffee trinken unter Freunden und dabei ein bisschen auf den Markt schauen. Das ist immer eine feine Geschichte.
Dementsprechend habe ich gerne auch hier mal jetzt den DAO aufgemacht, also US30 hier bei euch, weil das war ja eben auch mal der Wunsch und auch die Frage. Und ich denke, das können wir gut kombinieren, um einfach auch mal darzustellen, worauf ich so achte im Trading, was so für mich so die Kriterien sind, welche Strategie ich dann eben hauptsächlich verfolge. Ich meine, das ist natürlich immer so die Frage, nimmst du eine einzige Strategie, nimmst du mehrere? Es gibt ja unendlich viele Ansätze im Trading, ja. Und dann eben sich so auch selber irgendwie treu zu sein und eben das zu handeln, was wirklich auch zu einem selbst passt, was eben auch so die tiefe Einstellung wiedergibt und auch das Vertrauen widerspiegelt, was man ja selber auch in einen Trade reinbringen muss. Das ist ja die hohe, große Kunst. Ja. Und wir haben ja eben schon gesehen, da gibt es ja viele Wenns und Könnte und Wäre in einer Analyse und das ist auf der einen Seite natürlich immer ganz spannend und auch ganz praktisch, das zu wissen. Auf der anderen Seite bewegen wir uns immer in so einer gewissen Unsicherheit. Ja? Also wir wissen nie, und das hast du eben wunderbar, ich glaube, das war das mit dem Schweizer Franken, wo du gesagt hast, hier der Chart ist direkt schon an dem Widerstand dran und weiß nicht so ganz genau, wo der Markt dann hinläuft, ob er weiter hochgeht oder ob er dann wieder runterkommt, weil der Markt war grundsätzlich ja im kompletten Abwärtstrend. Und das ist immer so die Frage, was machen die Marktteilnehmer? Trading ist auf der einen Seite viel Spekulation, was könnte jetzt entstehen und dann tatsächlich wenig wirklich Wissen. Und ich wollte es eigentlich für mein Trading genau umgekehrt machen. Ich will es eigentlich genau wissen und weniger spekulieren darauf, was passieren könnte. Anders, am Ende wissen wir nie, wo der Markt das dann hintreibt, wenn eine Bewegung gestanden ist. Und um zu wissen, was der Markt macht, habe ich mich mehr auf die Candlesticks konzentriert. Und das sehen wir hier jetzt zum Beispiel wunderbar. Ich habe hier den, wie gesagt, den US 500, das ist das gleich der 30. Also, Wieland, ich muss mal ganz kurz reingrätschen. Ich sehe gerade, über Facebook bekomme ich die Meldung, dass man deinen Chart hier nicht sehen kann, aber es müsste eigentlich der Chart vom Wieland auch im Zoom zu sehen, im Facebook zu sehen haben. Ich sehe es zumindest. Da würde mich mal freuen, wenn ich eine Rückmeldung bekomme, dass auch jeder sehen kann, weil ich habe den Zoom, den Facebook-Stream auch laufen und da sehe ich das Bild von dem Wieland. Also kurz bitte mal kurz zurück, dass jeder auch den Chart vom Wieland sieht, weil das wäre ein bisschen ungünstig. Aber der Stream schaut eigentlich so aus, als wenn man es sehen sollte. Absolut. Also ich habe es auch parallel laufen. Und alles klar. Ist es logischerweise dann auch drauf. Passt, genau. Also das passt. Man sieht den Chart, aber dich nicht. Aber das ist jetzt kein Beinbruch. Wie bitte? Ich sage, man sieht den Chart, aber dich jetzt nicht. Da fehlt irgendwie die Kamera. Aber das ist halt so. Das geht über Facebook nicht anders von der Seite her. Bald zurück zu dir und zurück zu den Märkten. Also, es ist wohl ein Beinbruch, dass man mich nicht sieht. Sei es drum. Am Ende, ich glaube, die meisten kennen mich ja auch irgendwo mal vom Bild oder mal gesehen. Passt dann also schon. Von daher, lasst uns lieber dann auf den Markt konzentrieren. Also, jetzt haben wir ihn, US30, also der Dow Jones, eben war das S&P. Aber am Ende, die Bilder sind ja relativ ähnlich. So, und das ist jetzt hier der Stundenchart. So, jetzt ist natürlich die Frage, worauf konzentriere ich mich, wenn ich hier rauf schaue? So, das Erste, was wir hier sehen, und das sehen wir wunderbar, dass wir hier einen kompletten Zusammenbruch haben, ja, also einen kompletten Breakdown. Wir haben hier eine Korrektur noch, aber das ist alles andere als kraftvoll und dann geht es richtig satt runter mit dem Gap nochmal nach unten. So, und jetzt unabhängig davon, was hier diese Linien sind, Bollinger Bänder, was wir hier aber schon mal sehen, die Spekulation grundsätzlich ist eben, wenn wir normal auf den Chart schauen, fällt der Markt noch weiter, wenn ihr durchbricht. Ne? Das ist immer so das Typische, dass man eben sagt, okay, dann bricht der Markt eben durch, dann fällt er noch weiter. Das wäre der typische Ansatz. Wenn ich aber hier so raufschaue und ich sehe mir diese Kerze hier an, dann stelle ich fest, ja, das hätte er machen können, hat er aber nicht getan. Ganz im Gegenteil, die Marktteilnehmer haben hier an diesem Punkt angefangen zu kaufen. Und das sehen wir an dieser Kerze. Das ist ja der Hammer. Ja, und zwar wortwörtlich, förmlich. So, und das bedeutet, dass all diejenigen, die eigentlich gedacht haben, na gut, ich verkaufe hier weiter, weil der Markt ist hier so tief gefallen, dann mal korrigiert, dann kann man sagen 1, 2, 3 oder ABC, kann man da alles abzählen. Aber tatsächlich, der Hammer sagt mir, die Bewegung nach unten ist zumindest temporär beendet. Und dann habe ich mir die Frage natürlich auch gestellt, wie kann ich daraus profitieren? Weil hier habe ich eine relative Sicherheit, dass das auch weitergeführt wird. 60% wurde mal gemessen von Thomas Bukowski.
So, und tatsächlich sehen wir, es wird weitergeführt. Natürlich ruckelt es, ja, also ganz kampflos sind die Bären hier nicht unterwegs, aber wir sehen, dass der Markt dann hier weiter aufsteigt. So, natürlich, wie lange steigt er auf, bis es eben komplett wieder runtergeht? Und woran sehen wir es an dieser fetten Kerze? So, das heißt, alleine die Candlesticks sprechen ja schon eine große, große Sprache. Und natürlich können wir es gut verbinden mit den Unterstützungen und auch Widerständen, so wie du es ja auch eben mit eingezeichnet hast. Aber ich kombiniere es dann eben gerne und sehe eben an diesem Widerstand, was haben die Marktteilnehmer tatsächlich gemacht? Und das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage für mich persönlich, um mich zu positionieren. So, was haben sie gemacht? Sie haben hier verkauft. Was heißt das für mich? Sie werden auch erstmal weiterverkaufen. Tun sie dann ja auch. Ja, klar, gibt es eine kurze Gegenwehr, aber es geht weiter. So, das ist der eine Punkt, auf den ich wirklich immer achte. Was machen die Marktteilnehmer und was bedeutet das für mich und meine Handlung? Klappt natürlich nicht immer, ne? Müssen wir uns natürlich auch keine Illusionen hingeben. Oft genug probieren die halt mal was aus, um die Leute in die Irre zu führen. Aber es gibt eine relative Sicherheit in dem Sinne, dass ich weiß, was da vorgefallen ist und wie es weitergehen könnte. Ne? Könnte wird es immer geben im Trading. So, der zweite Punkt, auf den ich achte, sind die Bollinger Bänder. Das sind die hier, ne? Also die grünen Bänder, das ist das mittlere Bollinger Band, Simple Moving Average 20, das ist das obere und das ist dann logischerweise das untere. John Bollinger hat damals 1983, als er die Bänder entwickelt hat, hat er Tests gemacht, hat herausgefunden, dass rund 90% aller Kurse in diesen Bändern sind. Und wenn wir jetzt mal raufschauen, ob das jetzt der Dow ist oder unser DAX ist, ja, das sehen wir auch hier, das ist jetzt, was haben wir hier, auch das ist der Tageschart, ne, hier, alles innerhalb der Bänder. Oder was haben wir noch, Gold, alles innerhalb der Bänder, rund 90% der Kurse sind innerhalb der Bänder. So, das ist schon mal für mich persönlich eine wesentliche, wichtige Information gewesen. Das sagt mir nämlich eins, dass 10% aller Kurse, oder die 10% der Kurse, die außerhalb der Bänder sind, statistisch gesehen erstens Ausreißer sind und zweitens eine hohe Reaktionswahrscheinlichkeit mitbringen. Denn die wollen ja wieder zurück in die Bänder, ob sie es so wissen oder nicht. Von der statistischen Wahrscheinlichkeit heißt das, die gehen wieder zurück in die Bänder. Und das war für mich so ein echter Aha-Moment. Und dann habe ich mir überlegt, ja gut, das ist natürlich nur eine Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir hier so sehen, ist aus dem Band, ist aus dem Band, ist aus dem Band, ist aus dem Band, so schnell geht es nun auch wieder nicht. Ja? Nur weil die Kurse da rausfallen, heißt es nicht, dass es sofort irgendwie zurückschießt. Das wäre auch zu schön, ehrlich gesagt. Nee, wir müssen schon schauen, ob tatsächlich diese Überdehnung, ja, wie so ein Expander praktisch, ja, diese, wer Sport macht, der kennt den Expander, ja. Also diese Überdehnung, ob die tatsächlich dann irgendwann mal von den Marktteilnehmern aufgegriffen wird und diese Reaktion so stattfindet, dass die Kurse wieder zurückgehen, die Preise wieder zurückgehen in die Bänder zurück, also in die Bollinger Bänder selbst. Und das ist für mich einfach der Effekt gewesen oder der Moment gewesen, wo ich gesagt habe, gut, das eine ist die Wahrscheinlichkeit, 10% aller Kurse sind außerhalb, die gehen wieder zurück, einfach weil sie irgendwann ja wieder zur Mehrheit gehören werden. Und woran erkenne ich, dass die Kurse wieder zurückgehen, dass die Marktteilnehmer das tatsächlich machen? Ja, an den Candlesticks. So, und dann kann ich eins und eins zusammenzählen. So, und wenn wir uns hier diesen kompletten Breakdown mal anschauen, diesen Sell-Off. So, wo sehen wir denn wirklich, dass die Marktteilnehmer ein ernsthaftes Bestreben haben, die Preise wieder in die Gegenrichtung zu führen? Das sehen wir nirgendwo. Hier, da, da, dort sehen wir es nicht. Oh, dieser Spinning Top, ne, kein Spinning Top, aber so eine Art Doji. Wir sehen ja hier sind Bremsspuren. Ja. Aber das sind Zeichen von Unsicherheit. Diese Kerzen. Die Marktteilnehmer sind nicht sicher, ob der Preis fällt oder ob es noch weiter, ob es wieder steigt. Da ist der erste Versuch, aber es ist nicht kraftvoll. Kraftvoll ist das hier. Also das ist das Zeichen. Da sehen wir, außerhalb sind die Kurse und der Markt schießt zurück, der Preis schießt zurück, geht in die Bollinger Bänder rein und schließt auch innerhalb der Bänder mit einer Hammerkerze. So, und jetzt können wir das wieder zusammenzählen. Nach Bulkowski haben wir 60%, eine 60%ige Eintrittswahrscheinlichkeit für einen Hammer und für den Shootingstar das Pendant von der anderen Seite. Und wir haben aus den Bollinger Bändern, wissen wir, dass 90% aller Kurse in den Bändern sind und 10% nur außerhalb, die damit auch Ausreißer sind und eben auch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie wieder zurückkehren. So, welche Informationen brauchen wir denn noch mehr? Wieland, kurze Frage.
Ja. Ich muss mal ganz kurz reingrätschen. Wir kriegen nämlich Fragen auch zurück. Du hast gerade ein bisschen was über die Wahrscheinlichkeiten gesagt und auch, dass bestimmte Dinge etwas verzögert eintreten. Und wir haben hier die Frage bekommen zu dem Thema der Verzögerung auch, ob du Erfahrung hast, wie lange die Verzögerung sozusagen dauern bzw. zu sehen sind. Verzögerung in welchem Sinne? Das kann ich nicht genau sagen. Die Frage bezog sich dann direkt quasi über den Punkt, wo du darüber angesprochen hast, dass es ein bisschen dauert. Vielleicht einfach die Frage nochmal kurz nachstellen, ein bisschen spezifizieren das Ganze und dann stellen wir die Frage einfach nochmal ganz kurz nach, beziehungsweise den Fokus richten wir dann darauf, auf was genau sozusagen hier die entsprechende Frage gestellt worden ist. Mach einfach erstmal weiter und falls Okay. wir dort noch was bekommen, hake ich nochmal ganz kurz rein. Ja, also grundsätzlich ist es, was ich jetzt so unter dieser Verzögerung verstehe, kann schon sein, dass man eben sagt, der Markt geht mit so einer Verzögerung wieder zurück. Aber da gibt es jetzt keine Erfahrungswerte, weil wir sehen, auf der einen Seite haben wir hier wirklich einen langen Sell-off und wir haben hier auch relativ kurze Phasen, ne? Wenn wir zum Beispiel uns das hier anschauen, ja, das sind ja relativ kurze Phasen, das sind auch kurze Bewegungen, hier haben wir eine hohe Dynamik, hohes Momentum, lange Handelsspannen und hier haben wir eher ganz kurze Handelsspannen, so zum Beispiel. Also gehen wir mal wieder rein, denn die Idee, die ich hier auch verfolge, weil ich weiß, dass der Kurs zurück in die Bänder will, von der Statistik her, stellt sich natürlich die erste Frage, wenn er zurück will, wie weit könnte er denn gehen? Und da kommt der gleitende Durchschnitt ins Spiel. Und der gleitende Durchschnitt, ja, welche Funktion hat er denn? Was zeigt er denn? Der zeigt eigentlich den Preis oder den Durchschnitt der letzten Preise der, hier in dem Fall, der 20-Stunden-Perioden halt. So. Und die erste Anlaufstelle ist für mich dann immer dieser gleitende Durchschnitt, das mittlere Bollinger Band. Und wenn wir uns das mal hier anschauen, und das ist ja nicht irgendwie willkürlich oder das ist ja hier nicht gestaged sozusagen, sondern das ist ja wirklich der echte Chart. So sehen wir Sell-off und die Rückkehr an das mittlere Bollinger Band. Und was sehen wir hier? Shooting Star. So, Trendfolgen könnte man sagen. Dann haben wir hier den Verkauf, dann haben wir die Korrektur an das mittlere Bollinger Band, die sogenannte Mean Reversion und dann könnte man trendfolgend wieder reingehen. Kein Fehler. Also definitiv kein Fehler, aber die Marktteilnehmer, die sehen es natürlich dann anders. Der Markt fällt, ja, aber er fällt eben nicht mehr weiter. Es hat immer innerhalb der Bänder und damit ist im Endeffekt der Hammer hier deutlich stärker in seiner Auswirkung als dieser Shooting Star, weil einfach die Marktteilnehmer nicht mehr bereit sind zu verkaufen. So, und das sehen wir ja auch, danach geht es kraftvoll hoch. So, und das ist so eine typische Situation, wenn wir kennen, das ist ja auch eine W-Formation, wenn man das mal ganz genau anschauen wollen. Das ist so eine typische Situation, die viele Marktteilnehmer und viele Trader ja auch kennen. Sie sind im Markt, sie gehen mit dem Trend rein und stellen fest, hoppla, ich bin leider auf der falschen Seite, weil eben einfach die Marktteilnehmer ihre Meinung geändert haben. Sie sind nicht mehr auf der Short, sondern auf der Long-Seite. Und dann dreht so ein Ding. Und deshalb ist es auch natürlich auch mal gut, wenn man dann einen Stop-Loss hat, um auszusteigen. Denn wer hier so einen Shooting Star handelt zum Beispiel, der sollte hier dann rausgehen, sonst ist er nämlich da oben und das ist halt teuer. Genauso wie ich hier bei dem Hammer den Stop-Loss hier unten hinlege, mit einem kleinen Puffer natürlich, das gehört dazu, lege ich den beim Shooting Star dann eben da oben hin und gehe mit einem Stop-Entry hier rein. Und alles, was zwischen meinem Einstieg und meinem Stop-Loss passiert, also alles, was hier zwischen dieser Kerze passiert, kann mich dann nicht mehr interessieren, weil ich einfach davon ausgehe, dass diese Kerze kraftvoll genug ist, um eben zumindest an die Mitte den Kurs zu treiben, aber auch gerne bis an die andere Seite der Bollinger Bänder. Und was sehen wir? Auch das ist geschehen. So, das heißt, die Uridee war tatsächlich, dass der Markt hin und her pendelt und in seinem Pendeln im Endeffekt an die Mitte zurückkehrt, an seinen Durchschnitt, an den Durchschnitt der Preise, was er hier auch tut, oder darüber hinaus an die andere Seite der Bollinger Bänder. So, dann haben wir hier wieder 90% der Kurse sind in den Bändern und das bedeutet 10% sind außerhalb. Also versuche ich mich dort aufzuhalten und zu bewegen, wo die Mehrheit der Kurse eben ist. Und wenn ich möglichst nah an den Bändern einen Einstieg finde, kann mir unter normalen Umständen hier nicht mehr viel passieren.
weil ich möglichst tief oder eben möglichst hoch einsteige und dann dieses Gependel, was ja hier zwangsläufig stattfindet, auch immer überlebe. Also immer ist übertrieben, aber oft genug halt. Ja. Wieland, du hast uns gerade auch sehr, sehr schön dein Stoppmanagement beschrieben. Mhm. Und da habe ich selber schon überlegt, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir auch mal ein bisschen plaudern über das Thema Stoppmanagement? Und prompt kommt auch gleich noch die Frage hier im Chat auf Facebook. Thema ja. Stoppmanagement, wie arbeitest du danach? Lässt du liegen? Ziehst du auf einen Stand nach? Arbeitest du mit einem Trailing-Stopp? Wie sind da so deine Herangehensweisen? In meiner Brust schlagen unzählige Herzen, die mich teilweise dann auch mal quälen, tatsächlich. Die typische Reaktion ist es, und das kennen wir alle, ich bin im Gewinn und ich ziehe den Stop-Loss auf Break-Even. So, nehmen wir mal hier auch das. Es ist das perfekte Beispiel. Ich kann nichts dafür. Es ist irgendwie nur ein paar Tage alt, aber es ist perfekt für all das. Wir haben den Hammer. Wir wissen, wirklich hochvalide Eintrittswahrscheinlichkeit. Die Marktteilnehmer nehmen das auf. Die Kerze geht hier an das mittlere Bollinger Band ran. Was machen wir? Entweder wir nehmen den Profit mit, Gewinnmitnahme, kein Thema, völlig in Ordnung. Das Schlimmste, was wir allerdings machen können, und das sehen wir ja wunderbar, dann zu sagen, ich habe hier 1:1, so ungefähr, Pi mal Daumen, ich gehe mal aufs Break-Even. So, jetzt können wir uns mal angucken, was passiert ist. Da. Break-Even ausgestoppt. Mit dieser Kerze. All die Arbeit, all das Bangen, Warten, Hoffen, auf den Händen sitzen, für nichts. Nur um danach zuzusehen, dass die Idee richtig war, dass die Marktteilnehmer danach sofort wieder die Richtung aufgenommen haben und man wirklich einen super Trade hat liegen lassen. Denn wir reden hier über, wenn wir es wirklich bis zum Ende durchziehen, also ich steige dann an der anderen Seite aus, das wäre dann entweder hier oder da. Ja, also so ein bisschen Puffer kann man da durchaus gehen lassen. Aber nehmen wir wirklich ganz streng, andere Seite der Bollinger Bänder wäre da. Da haben wir ungefähr mit einem blanken, bloßen Auge haben wir 2:1 im CRV. So, und das ist immer die große Frage. Ziehe ich den Stop nach? Ziehe ich ihn nicht nach? Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich mir gesagt habe, wenn das Konto es zugibt, und jetzt reden wir hier über CFDs, das sollte jetzt also dann durchaus möglich sein, warum nicht 2, 3, 4 Stücke nehmen und einfach mit einem Teil in der Mitte aussteigen, erstes Gewinnziel, den Stop unverändert lassen und dann sollen wir hier rumdaddeln. Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich mit einem kleinen Verlust wieder ausgestoppt werde, einfach weil die Dynamik nicht reichte. Aber der Stop-Loss auf Break-Even, Sie sehen es hier, wunderbar, wird im Regelfall in die Frustration führen, weil eben einfach der Markt zurückkommt, das nochmal testet, das Niveau und fertig. Ich meine, die sind ja auch nicht doof, die wissen schon, was hier passiert. Und dann wollen die halt ein bisschen, das ist ja eben dann wirklich, die wollen ja auch günstig einsteigen und das tun sie halt an der Stelle. Also sehr, sehr schön beschrieben, wie du sozusagen ein für dich festes Regelwerk bestimmt hast. Du arbeitest mit den Bollinger Bändern, kriegst deine ganz klassischen Signale, die Handelssignale. Und das ist auch das, was wir hier unseren Zuschauern entsprechend auch gut mitteilen können, ist halt wirklich die Tatsache, dass du sagst, wir haben die Strategie mit den Bollinger Bändern. Und wir wissen genau, wir arbeiten innerhalb der Bänder, wir arbeiten mit den Extremen und die klassische Handelsstrategie sieht einfach vor, dass die Extreme immer wieder sich umkehren, das heißt von unten erstmal wenigstens ins Median, im Optimalfall bis oben reinläuft, beziehungsweise umgekehrt. Das ist eine feste Handelsstrategie, an die du dich da hältst und das ist auch das, das kann ich auch aus meiner eigenen Erfahrung sagen, was einen erfolgreichen Trader auch ausmacht. Er hat eine Strategie und weiß, was er zu tun hat, auch wenn es immer mal so ein paar Unwägbarkeiten gibt, wie du ja auch gerade gesagt hattest, wenn man am Markt sozusagen sieht, dass es ein bisschen ruppig wird oder wie auch immer, dass man dann überlegt, okay, nehme ich vielleicht mal einen Teilgewinn mit. Nur das sind dann auch die psychologischen Dinge, die dann in einen Trade noch mit dazukommen, wo es nicht nur die klassische Handelsstrategie gibt, sondern wo es halt auch noch den Händler als Menschen gibt. Und da gibt es halt noch einiges zu tun rundherum in diesem Punkt. Wir bekommen hier zu diesem
diesem ganzen Szenario, was wir gerade von dir gehört haben, noch die Frage gestellt. Du bist ja auch derjenige, der das gerne im kurzfristigen Bereich macht. Da haben wir zwei Fragen oder eine Frage noch direkt zur Handelsstrategie, und zwar auf welcher Zeitebene erzielt man denn hier gute Ergebnisse? Und die zweite Frage geht dann nochmal auf das Thema S&P ein, ob der S&P dem Dow nachläuft oder vorläuft. Ja. Aus deiner Erfahrung heraus. Also tatsächlich, ich selbst als Daytrader, ich suche ja schnelle, kurzfristige Chancen. Und ich schaue mir den 2-, vielleicht den 3-Minuten-Chart an, aber auch den 5-Minuten-Chart. Das ist halt das eine. Ich bin aber auch gerade dabei, diese Strategie zu automatisieren oder zu teilautomatisieren für verschiedene Handelsplattformen, und schaue mir gerade verschiedene Backtests an. Und da hat sich auch gezeigt, dass 30 Minuten tatsächlich gerade auch in den US-Märkten durchaus eine gute Geschichte sind und auch gute Ergebnisse liefern. So, und von daher, da war ich selber überrascht, weil 30 Minuten ist bei mir auch nicht so im Fokus. Aber Intraday will ich ja auch nicht den ganzen Tag nur auf Charts schauen, sondern eben einfach schnelle Ergebnisse im Zweifelsfall haben. Und das habe ich natürlich dann in den kurzfristigen Bewegungen, die natürlich aber auch nicht so weit gehen. So, und die zweite Frage, läuft der S&P dem Dow voraus? Ja und nein. Der S&P ist ja eigentlich eine Mischung aus Dow und Nasdaq, wenn man so genau sehen will. So, das heißt, eigentlich folgt der S&P mehr dem Nasdaq. Wenn der Nasdaq steigt, steigt auch ziemlich stark der S&P mit. Der Dow ist davon eher unabhängig. Wenn der Dow fällt oder steigt, dann hat es auch einen gewissen Einfluss auf den S&P, logischerweise, aber eben nicht auf den Nasdaq. Das heißt, in der Mischung, ich würde eher so sagen, wenn der S&P steigt, heißt es noch lange nicht, dass der Dow steigen muss. Das ist meine Beobachtung, einfach aus dem Zusammenhang, dass natürlich die Nasdaq-Werte ein hohes Gewicht auch im S&P haben. Ja, das ist auch das etwas, das ich auch so teilen kann. Wer sich übrigens an dem Punkt, möchte ich gerne auch nochmal eine kleine Zwischeninfo geben zum Thema mit den Indizes, auch so ein bisschen in Anführungsstrichen eine eigene Prognose machen, zumindest für die kurzfristigen Korrelationen. Schaut einfach mal in die Indizes rein, welche Werte drin sind. Ich weiß, das ist ein bisschen Hausaufgabe, aber wenn man weiß, welche Werte drin sind und wie die Gewichtungen auch sind, dann kann man sich so ein kleines bisschen auch ein Gespür dafür erarbeiten, wie sozusagen sich Märkte auch entwickeln. Also um mal ein einfaches Beispiel zu bringen, mal hier bei uns in Europa, wenn man sich mal den DAX anschaut und den Euro Stoxx 50 anschaut, dann sieht man ja sehr, sehr viel Deckung, und da kann man halt auch schnell rausziehen, was passiert denn jetzt beispielsweise, wenn eines der Unternehmen gute oder schlechte Zahlen meldet, welchen Einfluss das auf die Indizes haben. Und so ähnlich ist es auch an den US-Märkten. Da gibt es ja auch Doppelungen, und da kann man sozusagen sehen, zumindest theoretisch, wie was passieren könnte von dem reinen Vorlauf. Und wenn man sieht, dass ein Index halt extrem stark fällt und man weiß halt, dass eine gewisse Zusammenhang mit dem anderen Index auch da ist, dann kann man immer wieder so einen Nachlauf sehen. Und das funktioniert in den USA zwischen Dow und S&P 500 auch relativ oft. Da muss man einfach nur hinschauen und sich raussuchen, wo jetzt genau der Punkt ist, an dem sozusagen ein Index vorprescht oder viel, viel schwächer ist. Und danach gleicht sich das Ganze wieder an. Da müssen wir einfach nur warten, bis das rumdreht. Das sind ja die Dinge, die wir hier auch immer wieder sehen. So, jetzt schaue ich noch mal ganz kurz in die Fragefelder rein. Das passt. Eine Frage bekommen wir hier gerade noch aus dem Facebook Stream, und zwar, ich lese dir die einfach mal vor. Achtest du auch auf Nachrichten? Ich denke hier an ein KI-Programm für Nachrichten mit Kursen zu kreuzen, sozusagen, wenn eine Nachricht kommt, dass das Ganze durch eine künstliche Intelligenz sozusagen mit dem Chart verknüpft wird. Ja, dadurch, dass ich ja noch über natürliche Intelligenz verfüge, also offen gesagt, nein, ich achte weniger auf Nachrichten. Also ich schaue mir natürlich schon an, dass ich nicht, wenn Nachrichten anstehen, irgendwie auf solche Kerzen achte, weil das ist natürlich, da geht es hoch und runter, hin und her. Das ist nicht unbedingt signalgebend. Die Grundidee, alles mit künstlicher Intelligenz zu verknüpfen, ist natürlich extrem spannend. Da muss ich natürlich wirklich sagen, als eher anwenderorientierter bin ich da leider raus. Aber ich freue mich natürlich, wenn sowas aufgegriffen wird und wenn sich daraus mal was basteln lässt. Also da bin ich natürlich gerne mit dabei, keine Frage. Aber für mich in meinem täglichen Trading
maße ich mir auch nicht an, obwohl ich Volkswirt bin, Nachrichten so schnell zu interpretieren, dass ich auch noch die richtige, das richtige Outcome daraus interpretieren kann, sondern ich schaue einfach wirklich, was machen da die Marktteilnehmer und wie sehen die Kerzen dann aus. Ja, das ist ja auch etwas, was sich in der Vergangenheit gut gemacht hat und wo ich persönlich auch von ausgehe, dass das in der Zukunft auch so sein wird, weil Preise entstehen durch Angebot und Nachfrage, es kommt zu Trends. Wir sehen es ja auch bei der Zusammenarbeit mit den Bollinger Bändern. Die entstehen ja auch nur durch die ganzen Kursbewegungen und woher die am Ende kommen, kann uns Händlern ja relativ egal sein, solange wir uns danach richten und unsere festen Handelsstrategien haben und wir auch sehen, dass die noch funktionieren, dann können wir das Ganze auch auf dem quasi manuellen Weg machen. Aber ich denke, auch in der Zukunft wird das Thema KI im Trading eine weitere große Rolle spielen. Nur diejenigen, die damit nicht arbeiten können oder wollen, werden weiterhin auch die Möglichkeit haben, in einen Chart reinzuschauen und zu sehen, was dort los ist, ob wir steigende Hochs und steigende Tiefs, fallende Hochs und fallende Tiefs haben, wie sich die Bollinger Bänder bewegen. Das wird es in Zukunft ja auch geben. Jo, damit, wir haben es jetzt kurz nach um 9:30. Ach, wie die Zeit. Die Zeit verrennt, das ist ja Wahnsinn. Wieland, einen ganz, ganz großen Dank für deine Zeit, auch ein ganz, ganz Gerne. Großes Dankeschön für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die wir heute auch wieder hatten. Wir sehen uns dann am Montag wieder, ganz klassisch um 8.30 Uhr zur Marktbesprechung. Das Research am Sonntag veröffentliche ich natürlich auch direkt wieder mit ein paar Ideen für den Start in die Woche und wie schon gesagt, am Montag kümmern wir uns dann noch ein bisschen darum, was an Nachrichten nächste Woche kommt und wir schauen auch nochmal auf die großen Charts, wenn der Hexensabbat vorbei ist. Das machen wir alles dann. Wieland, einen Dank an dich, dir die letzten Worte für den heutigen Tag. Also ich schreibe gerade hier auch einem der Zuschauer auf Facebook, es ist tatsächlich so, es wäre eine riesen Coding-Aufgabe, das zu verknüpfen. Aber das ist natürlich genau das, was Trading halt auch immer weiterbringt, dass wir neue Ideen einfach haben, versuchen die umzusetzen. Und da kann ich jeden einfach nur ermutigen, all das, was wir uns natürlich immer so zurechtlegen an Analysemethoden, die Dinge einfach aufzunehmen, als Impuls auch zu nutzen und auch weiterzubringen, weiter zu treiben. Davon profitieren wir am Ende alle. Und so bin ich natürlich gespannt, was sich daraus auch alles entwickelt. Ansonsten euch alles Gute, gute Trades und schönes Wochenende. Danke und allen bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und genießt die Zeit am Wochenende. Tschüss.